drei Sachen, die bei der Auswahl der Tanzfrisur beachtet werden sollten. Zunächst wäre zu klären, wie Tanzfrisuren überhaupt ausgesucht werden. Was darf ich als Tänzerin und Stylistin bei meinen Tanzkolleginnen und meinen Kunden beobachten? Frisuren werden abgeguckt. Entweder auf einem Tanzturnier, welches live oder als Videoaufnahme verfolgt wird, oder im Netz auf den Seiten der Tanzstylisten. Wenn du ähnlich vorgehst, hier drei Sachen, auf welche du am liebsten achten solltest. Erstens würde ich mir immer die Frage stellen, wer steht hinter dem Haarstyling, welches mir gefallen hat. Und damit meine ich zwei Personen, die Tänzerin und den Stylisten. Denn es gibt traditionelle und tanztypische Frisuren, die überall zu sehen sind und überall angemessen. Und es gibt markante Frisuren, die mit einer bestimmten Tanzdame assoziiert werden. Wie zum Beispiel die Wellen von Olga Kulikova oder die neulich entstandene Frisur der Vize-Weltmeisterin Eva. Das sind sehr auffallende Frisuren, die sofort mit dem Namen einer bestimmten Tanzdame in Verbindung gebracht werden. Und solche Frisuren würde ich auf gar keinen Fall kopieren. Denn genauso gut auszuschauen wie diese Top-Damen ist mein gerechtes Anspruch. Genauso auszusehen ist für mich persönlich eine minderwertige Strategie. Noch wichtiger ist die Frage, wer als Stylist hinter dem jeweiligen Haarstyling steht. Denn eine Frisur versuchen zu kopieren, die von einem der weltbesten Profis gemacht wurde, kann schnell zu einer Herausforderung werden. Und das bringt mich auf die zweite Sache, die beachtet werden muss. Nummer zwei, die vorhandenen Ressourcen. Damit meine ich meine Kompetenz, meine Zeit, meine Stimmung, meine Energie, alles, was im Endeffekt darüber entscheidet, ob meine von einem Muster inspirierten Frisur zu einem Erfolg oder zu einem Zeitverlust wird. Denn wenn ich eine Frisur aussuche, für die meine Kompetenz als Stylistin nicht ausreicht, kann ich schnell frustriert werden. Es ist nicht falsch, sich von den Werken der besten Tanzstylisten inspirieren zu lassen. Aber ebenso wichtig ist, die eigene Styling-Kompetenz zu beachten. Denn wenn ich noch nicht in der Lage bin, Wellen zu machen, in der entsprechenden Qualität, lasse ich mich lieber von den Frisuren inspirieren, die keine Wellen haben. Wenn ich ein wichtiges Turnier vor mir habe, werde ich auch nicht eine Frisur aussuchen, welche ich noch nie vorher probiert habe. Es ist keine gute Zeit für Experimente. Wenn ich wenig Zeit habe, ebenso keine gute Lage für eine komplexe Frisur, dann suche ich mir lieber etwas Klassisches und Einfaches aus. Kurz und knapp, ich achte auf meine Ressourcen. Und ich vergesse niemals, dass ich nicht alleine tanze. Denn wir sind in einem Zweierteam. Und ich darf meinen Partner nicht im Stich lassen, dadurch, dass ich meine Ressourcen falsch eingeschätzt habe. Wenn ich vor dem Turnier 3 Stunden lang eine für mich zu komplexe Frisur versucht habe und 3 Stunden lang meine Arme hochgehalten habe und jetzt tot müde bin und keine Haltung mehr schaffe, das darf ich meinem Partner nicht antun. Wenn ich frustriert bin, weil die Frisur nicht so ausschaut, wie ich das mir gewünscht habe, wenn ich mir meine Stimmung ruiniert habe, darf ich meinen Frust nicht auf meinen Partner übertragen. Dieser zweite Punkt ist sehr wichtig. Er verlangt eine realistische Einschätzung der eigenen Situation. Und dies bringt mich auf die dritte Sache, die ich bei der Auswahl der Tanzfrisur unbedingt beachte. Und das ist mein Kontext bzw. meine konkrete Situation. Angenommen, ich habe einen Tanzmarathon vor mir, wie Blaues Band oder German Open, mit vielen Turnieren. Es wäre logisch, Ressourcen zu sparen
und eine Frisur für mehrere Auftritte zu machen. Eventuell würde ich auch mit einer Frisur schlafen, vielleicht sogar 2 Nächte. Nicht alle Frisuren sind gleich gut zum Schlafen geeignet. Alles, was auf dem offenen Haar als Dekoration gelegt wird, Flechten, voluminöse Tollen, Dekoration aus dem gekrebten Haar. All dies eignet sich weniger für eine Übernachtung. Solche Frisuren können höchstens eine Nacht überstehen. Dagegen wird eine Frisur, bei der die Dekoration in den Netzen gemacht wird, ruhig 2 oder sogar 3 Nächte überstehen. Also, wenn ich mir eine Frisur für mein Tanzturnier aussuche und mich dabei von den Werken der Tanzstylisten inspirieren lasse, dann achte ich darauf, wer die Frisur getragen hat und wessen Werk es ist. Ich beachte unbedingt meine echte Kompetenz und meine vorhandenen Ressourcen. Und nicht zuletzt denke ich an meine konkrete Turniersituation. Diese 3 Hinweise könnte ich mit einem Satz zusammenfassen. Erhoffe dir bitte kein Wunder. Denn wenn du dir eine zu komplexe Frisur ausgesucht hast, welche du mit deiner Styling-Kompetenz nicht in vergleichbare Qualität bewältigen kannst, ist es kein Wunder, dass du am Ende frustriert und enttäuscht bist. Gleichzeitig gibt es Situationen, die ebenso nicht als Wunder zu betrachten sind. Denn es gibt Damen, die sich Zeit zum Üben ihrer Stylings nehmen, die ihre Styling-Kompetenz nicht nur realistisch einschätzen, sondern auch regelmäßig erweitern. Und es ist kein Wunder und kein Zufall, dass diese Damen einen makellosen Look auf die Fläche bringen können, dabei voller Energie und bereit, ihr bestes Tanzen zu zeigen. Wenn du noch nicht eine dieser Damen bist, wünsche ich dir das vom Herzen.